looking out at the night beyond the driver's wheel, curving hips made of snow in the winter fields. There's a house set way back where the lamplight glows like a star out in the cold, filled with people I'll never know, who left a light in the window. Hallo liebe Freunde, hier ist wieder euer Miesegrau. Tja, was mache ich heute? Ich befinde mich auf einer kleinen Radtour und wollte mal erkunden, wie der R1 Richtung Schlitz so beschaffen ist. In der Richtung war ich auf dem Radweg noch nicht unterwegs. Habe schon ein paar Kilometer hinter mir, knapp 4 oder 4 plus. Befinde mich auf der Höhe von Niederjossa. Und will mal sehen, wie gesagt, wie sich das anlässt. Tja, mein persönliches Speckweg-Programm hat vor einiger Zeit gestartet. Das heißt, ich fahre so 3, 4, 5 Mal die Woche Rad. Es ist nicht weit, was ich fahre. Bin noch zu schwer, um erfolgreich zu sein. Aber Gewicht bringt ja auch Punkte. Durch Anstrengung, die man braucht, um das dann zu kompensieren. Ich habe zwar einen kleinen Motor im Dreieck, aber den nutze ich nur an etwas steileren Anstiegen. Versuche größtenteils mit eigener Kraft unterwegs zu sein. Und ja, gut. Ich nehme euch mal ein Stück mit. Werde nicht großartig filmen, vielleicht zwischendurch mal ein bisschen Landschaft, vielleicht ein bisschen was erzählen. Ja. Ansonsten, was gibt es noch Neues? Das neue Alte ist, dass ich seit über 7 Wochen ohne Telefon und Internet bin. Die Telekom hat massive Probleme in Niederaula und kriegt es einfach nicht gebacken. Das heißt, ich hänge irgendwie per Kabel und WLAN am Tropf meiner 50 Meter entfernten Nachbarin. Und versuche halt, das Video später noch zu bearbeiten, hochzuladen, falls das möglich ist. Weil durch die Länge der Übertragung ist natürlich die Leitung auch nicht besonders. Ja, es sind einige Radler heute unterwegs. Manche gucken ein bisschen dusselig, weil ich hier filme, aber das macht mir auch nichts aus. Schauen wir mal. Und weiter geht's. Bis gleich. Tja, bisher bin ich auf geteerten Radwegen gefahren und die auch ziemlich breit sind. Also der A1 ist ziemlich breit, so 2, 2,5 Meter. Und nun verjüngt er sich etwas und geht über in einen Split-Radweg. Mal sehen, wie lange das da so lang geht. Aber ich weiß, dass er dann später besser wird. Gut, packen wir's. What would I change if the choice were mine? I was doing the best I knew at the time. And every door that was opened and door that closed, all the things that made me grow, set me off down another road, off to look for a light. In the window, now the old has already passed away, but the new is too new to be born today, so I'm throwing out seeds on the winter snow. As a cold wind begins to blow, standing here on a new threshold, I can see a light, there's a light in the window. And the world is made of stone.
and the world is made of glass, and the world is made of light, and it's moving very fast. Pass from mystery to mystery, so I won't lie. I don't know what happens when people die. So, da bin ich wieder von einem schönen Ausgangspunkt für die Landschaft zu beobachten. Tja, diese Buckelpiste von Radweg, dieser Schotterweg ging ungefähr 500 Meter über eine kleine Holzbrücke. Und noch ein Stück weiter, dann wurde er wieder 2 Meter breit geteert, allerdings mit Baumwurzeln, die unterm Teer gewachsen sind. Es war ziemlich holprig. Dann war der Radweg gesperrt ab Unterwegfurt, das heißt vor Unterwegfurt noch musste ich auf die Bundesstraße. Ist wenig Verkehr gewesen, ging. Ich bin bis Unterwegfurt gefahren Richtung Schwarzenborn. Und jetzt befinde ich mich im Prinzip auf der Rückreise und bin auf einer kleinen Straße, Dorfstraße, Landstraße Richtung Solms. Das soll ein Radfahrercafé sein. Tja, warum habe ich jetzt unterwegs angehalten, mitten auf der Strecke? Ich habe was entdeckt, das wollte ich euch gerne mal zeigen. Moment. Ja, wir sind hier im Land der Störche. Wie gut zu erkennen ist, hier hat es einige solche Nester. Da wurden Nisthilfen aufgestellt in den Fuldaauen. Da ist auch genug Nahrung für diese Tiere da. Und es gibt hier unendlich viele Störche. Ja, Prachtexemplar würde ich sagen. Und ein Junges ist, glaube ich, auch im Nest. Ich krieg's nur nicht näher ran. So viel bringt die Kamera dann doch nicht. Das ist jetzt schon optischer Zoom. Ich glaube, das Bild rauscht. Aber ich glaube, man kann es doch ganz gut erkennen. Na gut, ich packe das Gerödel wieder zusammen. Und dann geht es weiter nach Solms runter. Mal gucken, ob das Kaffee schon auf hat und wo das überhaupt ist. Und von Solms sind es dann noch so 3 Kilometer bis Mengshausen. Von Mengshausen noch 2,5-3 Kilometer bis zu mir. Da habe ich meine 15, 18 Kilometer, ich weiß nicht wie viel, muss mal gucken, habe ich dann auch wieder zusammen. 1 Stunde Fahrrad pro Tag oder etwas mehr. Versuche ich einzuhalten und ja, schauen wir mal, ob mein Gewicht irgendwann mal fällt. Ernährung habe ich auch leicht umgestellt. Okay, weiter geht's. Hier haben wir noch etwas ländliches Stillleben. Smiling wide as the sunrise grows, drop my map with 1,000 folds. In the distance I see it glow. There's a light, there's a light, there's a light in the window.
watch your little hands grasp the air. What is it that you see? I watch you sleep at night, weary angel. You rest so peacefully. I watch you smile sometimes as you dream. I hope of joyful things. When tomorrow comes, I will be here to share what it will bring. The most perfect thing I'll ever know, my true hero. Every day with the reverie of a child, I watch you reach for me so I can hold you, if only for a while. You see the charms of simple things, lead your own parade, and the innocence in your face, I hope it never fades. The most perfect thing I'll ever know, my true rose. Time has just begun. So much to see, to be done. But you'll have to wait for tomorrow's sun. Search for rapture or the wonder in your eyes. You had me when you took that little hand, put it inside mine. I hope that you will always be just who you want to be. 'Cause I know that through your eyes you see the good in me. The most perfect thing I'll ever know, my Julie Rose. I wish I could see the world through your eyes, see the best part of me. You have a chance to make your own life. Let it shine for you. Shine, shine, shine.
damit wäre ich auch wieder beim Ende meiner heutigen Tour. Ich bin zurück, ich bin durch die Fuldaauen zurückgefahren, den R1. Bisschen bucklig, aber 2 Meter breit die letzten paar Kilometer. Es sind etliche Fahrradfahrer unterwegs. Das ist jetzt auch wieder eine Aufnahme aus den Fuldaauen. Da fließt die Fulda entlang. Schönes Angelrevier, da bin ich auch gern unterwegs. Mein Weg nach Hause, noch 3 Kilometer. Mengshausen. Ruckelt ein bisschen, kann ich jetzt nicht ändern. Ich befinde mich wieder auf einem meiner Lieblingsplätzchen vor der wunderschönen Birke hier. Vielleicht schieße ich noch mal eine schöne Aufnahme davon. Mitten in den Feldern. Ja, Felder kann man weniger sagen, aber in den Wiesen. Es fehlt ein weichter Wind. Es ist sehr schwül. Ich denke, dass nachher noch ein Gewitter kommt. Ja, damit beende ich meine Tour. Wie gesagt, ich habe jetzt so knapp 16 Kilometer runter, 3 sind es noch bis nach Hause. Das liegt so in meinem Level, was ich mir vorgenommen habe. 15 bis 20 Kilometer je nach Strecke. Das dauert bei mir, naja, zwischen 50 Minuten und einer Viertelstunde. Und mache ich fast täglich. Jetzt und ich hoffe, dass es dann doch mal ein bisschen weniger wird. Es ist nicht so ganz einfach, aber will ja schließlich gesund werden wieder und da muss ich ein bisschen was tun. Und ich habe mich jetzt wirklich echt fest entschlossen, also auch unter ärztlicher Hilfe, meine Gesundheit wiederherzustellen, so wie sie vielleicht früher mal war, wenn auch nicht ganz, so doch in die Richtung. Wird Zeit, tut was, geht raus, bewegt euch. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Miesegrau. By the bay.